Fünfte Nacht, 12 Uhr. Hallo Leute, willkommen in der fünften Nacht. Unsere letzte Schicht, um diesen Albtraum hier zu entrinnen. Ja, in der letzten Folge haben wir ja die vierte geschafft. Und ganz knapp sogar die fünfte auch. Ganz knapp. Aber wir haben, oder ich habe, einfach zu schnell den Teddy aus den Augen verloren. Und Foxy ist jetzt auch schon wieder unterwegs. Wir müssen einfach den Teddy öfter kontrollieren. Aber leider auch Foxy. Und das ist scheiße. Sind wir mit der Kamera verrutscht? Das ist nicht gut. Oh mein Gott, oh mein Gott. Das... Puh. Meine Seele ist schon wieder so im Arsch. Ich werde das auch... Das ist die letzte Folge, wo ich jetzt aufnehmen werde. Weil ich wieder ein bisschen Pause brauche. Das ist echt nicht mehr normal. Und das Spiel ist ab 12, ich fasse es einfach nicht. Ich schaue zu oft in die Kamera, oder? Immer so nervös. So nervös. Der Controller fühlt sich nass an wie Sau. Ich weiß nicht warum. Leg dich dann wieder. Okay, wir haben Teddy noch gut im Blick. Oh Mann, das darf mir nicht passieren. Das darf mir nicht passieren. Dass Foxy sich halt auch gar nicht bewegt. So gar nicht. Es kann doch nicht so schwer sein, das zu überleben, Leute. Wir sind in der fünften Nacht, ey. Göttlich, sage ich da nur. Wir waren noch lang genug. Oh Gott, was ist denn jetzt los? Alle Kameras sind gerade ausgefallen. Aber es schaut noch gut aus. Alle sind noch in ihren Positionen, wo sie sein sollen. Alle sind noch da, wo sie sein sollen. 2 Uhr, 66%. 63%. 62%. Angespannt des Todes. Will das unbedingt schaffen. Ich will das unbedingt schaffen. Zum Glück haben wir die Taktik entdeckt. Oh mein Gott. Ja, man muss halt immer wieder den Teddy angucken. Wenn man ihn nicht anschaut, dann bewegt er sich. Und wenn man ihn aus den Augen verliert, wird er irgendwann bei dir in der Kabine sein und dir das Herz aus der Leber reißen. Vergesst, was ich gerade gesagt habe. Das hat nicht wirklich viel Sinn gemacht. Aber das, ich war kurz abgelenkt. Aber könnte auch mein Spruch werden, oder? Das Herz aus der Leber reißen. Oh, Alter, Alter. Oh Mann, ey, schau, wie er mir die Tür kaputt macht. Oh, wie er mir einfach die Tür kaputt macht. Oh Mann, Alter, das ist doch nicht normal. Oh Gott, ihr wollt mich doch jetzt wohl richtig bratzeln, oder? Das ist doch nicht euer Ernst, oder? Beidseitig jetzt. Leute, ich brauche meine Energie. Ich brauche sie wirklich. Das kann doch nicht sein. Teddy ist immer nach hinten. Da können wir aufmachen. Und er ist gefühlt seit 5 Minuten da. Oh Mann. Okay, das wollte ich machen. Und er steht immer noch dort. Das kann doch nicht wahr sein. Das gibt's doch nicht! Der steht in einer Tour da! Hey Leute, der steht jetzt seit über 30 Sekunden an der Stelle. Jetzt ist er weg. Super. Hat mir einfach mal gefühlt mein halbes Leben weggezogen von meiner Batterie. Das ist doch nicht fair. Das ist doch nicht fair. 4 Uhr und 24%. Was hätte ich da machen sollen? Ich weiß es nicht. Und jetzt haben wir ihn auch noch aus den Augen verloren.
Ist nicht so schlimm, er ist nur eins weiter. Und schon wieder? Schon wieder? Und jetzt ist er nicht mehr da. Oh Gott, ey. So, ignorieren wir den Teddy. Den Teddy gibt es aktuell nicht mehr. Wir machen jetzt nur noch das hier. Aber ich wette mit euch, er wird uns vernichten. Ja, Foxy guckt schon wieder aus seiner Piraten-Cave. Die Piraten-Cave der Verzweiflung. Er lockte die Kinder hinein, um sie zu zerfleischen. Oh weh, oh weh. Es gibt auch so einen Film, wie von Freddy, Five Nights at Freddy, mit Nicolas Cage. Ne? Mit Nicolas Cage. Und der soll die ganze Bude sauber machen und die Viecher versuchen ihn zu killen. Und was macht er? Er killt eine nach dem anderen. Weil er ein krasser Dude ist. Wir sind schon wieder in der fünften. In der 5 Uhr Schicht, ey. Schon wieder in der 5 Uhr Schicht. Und schaffen es nicht wegen diesem hässlichen Hasen, oder? Oh oh, out of order. Hatte ich nicht noch 2% oder hat es durch die Tür so viel abgezogen? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Aber wir sind ja auch frisch erst in die 5 Uhr Schicht gekommen. Und ich höre wieder Schritte und Musik. Okay, wir haben es nicht geschafft. Ja, aber zweiter Versuch. Das war der zweite Versuch von der fünften Nacht, Leute. Oh, man, oh, man, oh, man. Das schaut aber gut aus. Wir werden es auf die Reihe kriegen. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis zur nächsten Folge. Abonniert mich. Servus.